Leverkusen ist beschissen gestartet, haben eine tolle Mannschaft. Können natürlich auch anführen, dass viele Defensivspieler ausfallen, 5, 6 namhafte. Hat aber nichts damit zu tun, dass du hinten trotzdem besser stehen musst. Nicht so viele Flüchtigkeitsfehler und nicht hinten so, macht auf das Tor und dann die Leute einleitet. Also ich gehe davon aus, die erholen sich. Jetzt gibt es ja alles andere als ein gutes Aufbauspiel. Das ist nicht gerade bei Bayern München möglich. Aber warten wir mal ab. Ich bin aber sicher, die werden noch wieder genau wie Schalke oder Leipzig oben in der oberen Drittel anklopfen. Wenn man Trainer nach 2 Spielen in Frage stellt, dann wären 4, 5 in Frage gestellt. Wenn man das machen würde und da auch so reagieren würde, wie das auch in der Öffentlichkeit gefordert wird, hätte ja jeder Verein schon 5 Spieler auf, praktisch entlassen und die müssten so 5 Spieler bezahlen als Abfindung. Also, lassen wir mal abwarten und lassen wir den Leuten eine Chance geben. Tedesco hat einen guten Job gemacht, Herrlich hat einen guten Job gemacht. Mit Rangnick hat Leipzig für mich den optimalen Trainer gefunden für die Übergangszeit zu Nagelsmann.